ist ja mein krankes Häschen. Ha ha ha, Ottilie, also den Spruch hättest du dir schenken können. Entschuldigung, ich wollte dich nicht ärgern. Und wie war's? Nun, ich bin dran gekommen und dieses Gespenst konnte mir auch weiterhelfen. Ich muss auf die andere Seite der Insel und ein weißes Tier mit langem roten Schnabel suchen. Was? Das kenne ich aber nicht. Aber bei einem Schnabel handelt es sich bestimmt um einen Vogel. Oder so etwas Ähnliches. Davon gehe ich auch aus. Und wie willst du dahin? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht mit dem Boot? Nee, Moment, ich weiß etwas Besseres. Frag doch einfach den Wasserdrachen, ob er dich auf die andere Seite der Insel bringt. Eine tolle Idee. Ottilie, du bist das beste Osterlamm, was ich kenne. Ich glaube, ich bin auch das einzige Osterlamm, was du kennst. Aber gern geschehen. Aber denk dran, Hoppel, pass auf dich auf. Ich hab nur dich, den einen Hoppel. Ja, klar, doch, versprochen. Das wird schon. Na dann wünsche ich dir viel Glück auf der anderen Seite der Insel. Da waren wir ja noch nie. Das ist richtig. Na dann wird's ja ein richtiges, tolles Abenteuer. Hoffe ich zumindest, dass es toll wird. Das hoffe ich für dich auch. Ich halte dann aber hier die Stellung. Und ich freue mich, wenn du wieder da bist. Also dann, bis nachher. Ja, bis nachher. Und ja, dann will ich mal. Ah, na toll. Kaum sind wir hier, schon kommt wieder ein neues Abenteuer. So, dann will ich mal nach dem Wasserdrachen rufen. Wasserdrache! Ja, hallo, Hoppel. Was kann ich denn für dich tun, mein Freund? Wasserdrache, du musst mir helfen. Ich muss ganz schnell auf die andere Seite der Insel. Kannst du das machen? Ist das möglich? Es ist sehr wichtig. Ich habe nämlich Zahnschmerzen. Aha. Naja. Ja, klar, warum nicht? Ach, das ist aber nett. Gut, dann springe ich bei dir hinten auf den Rücken auf, ja? Ja, ist gut. Achtung. So, sitzt du gut? Ja, ich sitze gut. Kann losgehen. Da wären wir. Zack. Ja, danke schön. Jetzt muss ich nicht mehr so weit laufen. Vielen lieben Dank. Und kannst du mich nachher auch noch abholen? Also ich rufe dich dann, ne? Bleibst du dann hier in der Nähe? Ja klar, kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Oh, das ist aber lieb von dir. Na dann bis nachher. Ja, bis nachher.
Guten Tag. Ich bin Stefan, der Storch. Das große weiße Tier mit dem langen roten Schnabel. Es ist mir eine große Ehre. Ich bin Hoppel, der Osterhase. Ich wohne jetzt hier auch auf der Insel mit Ottilie und ich habe Zahnschmerzen. Aha. Ach so, und hast du gehört, dass ich etwas gegen Zahnschmerzen machen kann? Nun, das stimmt. Ich bin nämlich im Besitz des Zahnkrauts. Das könnte dir helfen. Aber so einfach gebe ich das natürlich nicht her. Ich möchte nämlich dafür eine Gegenleistung haben. Und zwar etwas Besonderes, was von Herzen kommt, aber was hier auf der Insel nicht wächst. So etwas möchte ich geschenkt haben. Und dann kriegst du das Zahnkraut von mir. Also, ist das ein Deal? Was? Ja, gut. Wenn es nicht anders möglich ist, dann muss ich aber morgen nochmal hier hinkommen und dir dann irgendwas mitbringen. Das ist kein Problem. Du weißt ja jetzt, wo du mich finden kannst. Tschüss dann. Komischer Vogel. Stefan der Storch. Na gut, dann gehe ich mal wieder zu Ottilie. Hallihallo, Ottilie. Da bin ich wieder. Dein Hoppel. Ottilie? Hoppel! Hoppel, Hoppel, Hoppel. Ich habe mir schon solche Sorgen um dich gemacht. Ja, übertreib's mal nicht. Also, ich habe den Vogel gefunden. Also, es ist wirklich ein Vogel. Es ist ein Storch und der heißt Stefan. Aha, und konnte er dir helfen? Nun, helfen konnte er mir nicht ganz. Er will erst eine Gegenleistung von mir. Ein Geschenk. Etwas ganz Besonderes, was von Herzen kommt und was hier nicht auf der Insel wächst. Das möchte er geschenkt haben und dann bekomme ich als Gegenleistung das Zahnkraut. Ach, und das Zahnkraut hilft dir gegen die Zahnschmerzen? Ganz genau so ist es. Aber leichter gesagt als getan. Ich habe zwar gesagt, ich komme morgen wieder, aber was könnte ich ihm mitbringen? Mal überlegen. Also das ist gar nicht so einfach. Das weiß ich auch. Aber Moment. Was denn? Mir fällt da, glaube ich, etwas ein. Aha. Jetzt machst du mich aber neugierig. Auf mich oder auf die Idee? Ja, auf beides. Ach, du alter Schmeichler. Ja, und jetzt sag schon, was ist die Idee? Nun, das werde ich dir erstmal flüstern. Das soll nämlich eine riesengroße Überraschung werden. Aber du wirst sehen, das wird's bringen. Aha. Na dann bin ich mal gespannt. Also hör zu. Es wird etwas ganz Buntes und Tolles und Schönes. Stefan, ich bin wieder da und ich habe etwas mitgebracht, wie ich es dir gestern versprochen hatte. Was? Oh, hallo Hoppel. Oh, du hast mir was mitgebracht. Das ist aber toll. Na, da bin ich aber jetzt mal neugierig. Na, dann zeig doch mal her, was du mir Tolles mitgebracht hast. Na los, zeig schon. Also, Ottilie und ich möchten dir für das Zahnkraut unsere ersten Eier schenken, die wir dieses Jahr bemalt haben. Es ist also etwas Persönliches, was von Herzen kommt und was hier nicht auf der Insel wächst. Ich habe mein Versprechen gehalten. Oh ja, das stimmt.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das Schokoladeneier sind? Ja. Oh, wie toll. Ich liebe Schokoladeneier. Die kann man so schön vernaschen. Na dann komm mal mit. Dann bringe ich dich jetzt zum Zahnkraut. Oh, juhu, das ist toll. Los, mein Hoppelhase. So. Da wären wir. Was? Und wo ist das Zahnkraut? Da schau dich doch mal um, du Dummerchen. Hier, die Gänseblümchen. Die nennt man auch Zahnkraut. Aber die nehmen nur Zahnschmerzen von Fabelwesen weg. Was? Wirklich? Oh, das kann ich nicht glauben. Na, dann probier doch mal. Du wirst sehen, deine Zahnschmerzen werden wie weggeblasen sein. Na dann. Und, merkst du schon was? Juhu! Hey, du hast recht. Die Zahnschmerzen sind ja wirklich weg. Na, habe ich zu viel versprochen? Nein. Oh, danke, lieber Stefan. Nicht der Rede wert, nicht der Rede wert. Und wenn du mal wieder Probleme haben solltest, dann weißt du ja jetzt, wo du mich findest. Ach, Hoppel, du bist einfach zu knuffig. Ja. Also, danke nochmal, Stefan, für die tolle Hilfe und dass jetzt meine Zahnschmerzen weg sind. Aber jetzt muss ich wieder nach Hause. Nach Hause? Oh ja, natürlich. Ich muss auch wieder zurück in mein Nestchen. Da ist es schön kuschelig warm. Genau. Und ich muss Ottilie ja auch die Geschichte erzählen. Ja, genau. Ja, also, wie gesagt, dann nochmal danke. Und ja, bevor es dunkel wird, will ich ja wieder zu Hause sein. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ja, mach das. Also dann, gute Heimreise und vielleicht bis bald mal. Ja, verrückte Tiere. Passt zu dieser verrückten Insel. Aber ich mache jetzt wirklich, dass ich nach Hause komme. Ich habe ja schließlich Ottilie jetzt einiges zu berichten. Und so machte sich Hoppel auf den Weg wieder zurück nach Hause. Oh, die Geschichte war aber schön. Dankeschön, Meister Matuschek. Gerne doch. Und jetzt sind alle Geschichten zu Ende? Nun, ja, vorerst ja. Was heißt vorerst? Nun, du kennst ja Hoppel und Ottilie. Die geraten ständig in neue Abenteuer. Aber vorerst bleibt es jetzt erstmal die letzte Geschichte. Und wer weiß, vielleicht erzählst du mir ja dann beim nächsten Mal eine Hoppelgeschichte. Das wäre lustig. Ja, warum denn nicht? Möglich ist schließlich alles. So. Ja, du hast recht. Dann düst mal ab, ihr beiden. Und tschüss dann. Ja, tschüss dann. So, es ist nämlich schon wieder verdammt spät geworden. Und von euch verabschiede ich mich auch. Und auf Wiedersehen. So, jetzt ist also die Hoppelgeschichte zu Ende. Apropos zu Ende, unser Ausflug dauert auch nicht mehr lange und dann sind wir wieder zurück im Theater. Na dann kommt ihr zwei. Auf geht's!